Herzlich willkommen bei StudyHelp TV. Wir gehen immer noch so ein bisschen davon aus, dass wir Differentialgleichungen lösen wollen und wir haben es immer noch nicht so richtig geschafft. Aber wir kommen ja jedes Mal so ein bisschen voran und ich fasse noch mal so ein bisschen die Erkenntnisse zusammen, die wir bis jetzt schon gewonnen haben. Also, was hatten wir jetzt bisher schon alles so durchschaut? Wir hatten irgend so eine lineare Differentialgleichung, die sah so aus. Die gehört zu irgendeinem System, das irgendwie was macht und was genau, ist uns jetzt aber mal wurscht. Und dieses System, das durch diese Gleichung beschrieben wird, das wurde angeregt durch eine Sprungfunktion. Das heißt, f von t war Sigma von t und das ist eben dieses ominöse 1 für t größer 0. Und wenn man dann daraus irgendwie eine Laplace-Transformation durchführt, dann kam man dazu, dass die Antwort des Systems im Bildbereich, also wie dieses Ding dann so vor sich hinschwingt, diese Gleichung war. Also Phi von S, der Drehwinkel, ist 1 durch M1 mal L mal S hoch 3 minus M2 mal G mal S. Wer sich das jetzt anguckt und denkt, hä, was soll das denn alles, dem kann ich nur noch mal die Videos zur Differentiationsregel ans Herz legen. Da haben wir das alles durchgeturnt. So, wir wissen jetzt also schon mal, das ist irgendwie die Antwort des Systems. Wenn man jetzt einem sagt, ja, und das Auto wird dann jetzt aber hier irgendwie mit Phi von S hin und her schwingen, dann gucken alle traurig und keiner weiß so richtig, was das soll. Also können wir ja anscheinend noch nicht so ganz fertig sein. Was machen wir also jetzt als nächstes? Wir müssen das Ganze wieder in den Zeitbereich zurücktransformieren. Zurücktransformieren. Schwieriges Wort, aber so heißt das nun mal. Da haben wir jetzt folgendes Problem. Probleme sind ja immer schlecht, also müssen wir da was dran machen. Wir haben eine Tabelle. Das hatte ich ja schon ein paar Mal angemalt, wo man dann quasi aus dem Bildbereich wieder zurückkommt in den Zeitbereich. Aber in dieser Tabelle sind nur Standardglieder. Das wäre ja auch eine ziemlich lange Tabelle, wenn die irgendwie alle möglichen tatsächlichen Sprungantworten von realen Systemen im Bildbereich enthalten müsste. Das geht ja nicht, ne? Also muss man das in so Standardglieder zerbröseln, ne? Cosinus, Sinus, Tangens, irgendwelche Exponentialfunktionen und so weiter. Tabelle enthält nur Standardfunktionen. Was müssen wir also machen? Wir müssen irgendwie uns dieses Ding hier mal so ein bisschen begucken und überlegen, was jetzt da unsere Rettung sein könnte. Und unsere Rettung ist folgendes. Ein neues mathematisches Verfahren, es hört noch nicht so richtig auf, das ist die schöne Partialbruchzerlegung. Partialbruchzerlegung. Was wollen wir also machen? Wir haben jetzt hier irgendeine Funktion Phi von S und die ist gleich 1 durch M1 mal L mal S hoch 3 minus M2 mal G mal S. So, und wie cool wäre es denn jetzt, wenn man das zerlegen könnte in zwei einzelne Brüche. Hier steht dann A, hier steht B, hier steht noch so ein bisschen was anderes. Und das hier, diese Dinger, das sind dann tatsächlich Standardglieder, die man dann einzeln wieder zurücktransformieren kann. Ne? Also das hier sollen dann jetzt mal irgendwelche Standardglieder sein. Und vor allen Dingen dann eben nicht mehr mit irgendeinem Polynom im Nenner. Und diese Standardglieder, die werden dann einzeln zurücktransformiert, so dass man dann am Ende des Tages irgendwie zu so einer Sprungantwort im Zeitbereich kommt, um zu wissen, so feste schwingt das irgendwie aus. Okay. Wir müssen also so eine Partialbruchzerlegung machen. Jetzt verabschieden wir uns mal nochmal wieder einmal kurz von dieser Funktion und schauen uns die an, wenn wir die Partialbruchzerlegung dann tatsächlich verstanden haben. Und ich schreibe mal nochmal in allgemeiner Form auf, was wir jetzt machen wollen. Also, was ist unser Ziel?
Wir haben irgendeine beliebige Funktion im Zeitbereich, die hat folgende Form. Da kann dann zum Beispiel irgendwie im Zähler sowas stehen, a1s plus a2 durch b1s Quadrat plus b2s hoch nix, ne, hoch 1 plus b3. Und das wollen wir jetzt zerlegen in eine Form a plus b mit Einzelbrüchen. Und hier steht jetzt was? Das muss ich jetzt mal verraten. Da steht dann s minus c1 und s minus c2. Und das Ganze kann man jetzt ja noch beliebig weitermachen, je nachdem, was für einen Grad das Nennerpolynom hat. Was wollen wir also machen? Wir wollen einen Bruch zerlegen, wir wollen eine Funktion zerlegen. Funktion zerlegen in Einzelbrüche oder in Partialbrüche, deren Nenner Polstellen des Nenners von y von s enthalten. Was heißt das? Ich habe jetzt hier im Nenner irgendein Polynom. Dieses Polynom kann ich in dieser Form ausschreiben. Ist jetzt hier eine lineare Funktion, also s² plus s plus eine Konstante. Diese Funktion hat Nullstellen. Diese Nullstellen kann ich ja als Linearfaktoren aufstellen, ne? Also kleines Beispiel, wenn man zum Beispiel die Funktion hat s plus 3 mal s plus 2, das kann man ja ausmultiplizieren, dann steht da s² plus 5s plus 6. Ne? Und ich möchte jetzt quasi so eine Darstellung haben, dass ich jetzt hier unten das als y von s habe. Und ich will das jetzt zerlegen dass ich nachher so eine Darstellung habe. Und warum will ich das machen? Damit ich dann diese einzelnen Dinger wieder einzeln zurück in den Bildbereich transformieren kann. Das ist das Ziel. So. Wie macht man das? Das hängt so ein bisschen davon ab, was für Nullstellen hier jetzt auftauchen. Deswegen klären wir jetzt mal als letzten Schritt in diesem Video, was für unterschiedliche Fälle uns in der Partialbruchzerlegung begegnen können. Und dabei ist die erste Möglichkeit A, dass der Nenner mehrere reelle Polstellen hat. Wie sieht das dann aus? Es könnte ja sein, dass wir jetzt so weit sind, dass wir also irgendeine Sprungantwort oder überhaupt irgendeine Antwort eines Systems im Bildbereich aufgestellt haben. Und wir haben das alles richtig ausgerechnet und kommen dann zu s² minus 5s minus 6 als Darstellung. Das können wir so noch nicht wieder zurück in den Zeitbereich transformieren, deswegen müssen wir eine Partialbruchzerlegung machen. Damit wir eine Partialbruchzerlegung machen, das ist ja hier ein Polynom zweiten Grades, das hat also maximal zwei Nullstellen. Dementsprechend wäre dann der Ansatz, wir müssen so ein a und ein b finden, so dass man das in zwei einzelne Brüche in der Summe aufteilen kann. Und hier steht dann jeweils ein Linearfaktor für eine Nullstelle, für eine Polstelle im Nenner. Was ist dann der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist dann, dass ich mir überlege, wo sind denn die Polstellen? Also die Nullstellen des Nenners. Das mache ich dann zum Beispiel mit der PQ-Formel. Ne? Also, wir erinnern uns dunkel an unsere Schulzeit. PQ-Formel, da wären jetzt die Nullstellen S1, 2 gleich minus P halbe plus minus in Klammer minus P halbe zum Quadrat minus Q-Werte gedacht, dass diese Formel nochmal in der Uni für irgendwas gut ist. Und dann würde ich jetzt hier für P entsprechend minus 5 einsetzen und für Q minus 6. Und wenn ich das dann richtig löse, dann komme ich darauf, dass S1 gleich 6 ist und dass S2 als zweite Nullstelle minus 1 ist.
Das heißt, der Ansatz wäre jetzt hier für die Partialbruchzerlegung von dieser Funktion, ich schreibe es noch mal einmal hin, 1 durch s Quadrat minus 5s minus 6 ist gleich a durch. So, die Linearfaktoren, in denen man das jetzt also quasi so aufstellt, dass man auf eine Nullstelle kommt, wären dann ja s minus 6, wenn man da 6 einsetzt, kommt 0 raus, mal s, alles natürlich Blödsinn, wir wollen es ja in Partialbrüche zerlegen, plus b durch s plus 1. Okay. So, ich fasse nochmal zusammen, was ich gesagt habe. Wir wollen immer noch Differentialgleichungen lösen, es hört nicht auf, mit der Laplace-Transformation, und wir sind schon so weit, dass wir die Differentialgleichung inklusive irgendeiner Anregung in den Bildbereich richtig transformieren können. Jetzt wollen wir es zurücktransformieren, um zu wissen, wie ist denn die Antwort des Systems im Zeitbereich. Da haben wir das Problem, dass wir dann oft irgendwelche Funktionen rausbekommen, die irgendwelche blöden Polynome im Nenner haben, die wir so nicht zurücktransformieren können. Das heißt, wir brauchen als Verfahren die sogenannte Partialbruchzerlegung, in der man irgendeine Funktion mit irgendeinem Polynom im Nenner zerlegt in Partialbrüche, wobei deren Nenner die Linearfaktoren des Polynoms sind. Also quasi Klammerausdrücke, in denen die Nullstellen des Nenners hier direkt abgelesen werden können. Und wenn man diese Partialbruchzerlegung macht, dann ist der erste Schritt, sich anzugucken, was für Polstellen hat denn meine Nennerfunktion? Und die erste Geschichte, die da eben auftreten kann, ist, dass der Nenner mehrere reelle Polstellen hat. Das prüft man bei einer quadratischen Funktion dann zum Beispiel über die PQ-Formel und bekommt dann jetzt hier in diesem Fall raus tatsächlich zwei unterschiedliche reelle Polstellen. Und dementsprechend ist der Ansatz für die Partialbruchzerlegung an dieser Stelle dann irgendeine Zauberzahl a und irgendeine Zauberzahl b. Und in den Nennern stehen jeweils die Linearfaktoren dieses Polynoms. Und da müssen wir jetzt noch irgendwie rauskriegen, was setzt man denn jetzt für a und b da so ein, sodass das addiert tatsächlich wieder diesen Bruch gibt. Und wenn das alles so funktioniert hat, dann kann man eben über diesen Ansatz und diesen Ansatz, ne, man erkennt übrigens hier schon dieses 1 durch s minus Alpha als Bildantwort oder Bildbereich der E-Funktion, ne, deswegen haben wir das gemacht, kann man das dann jetzt hier also wieder entsprechend zurücktransformieren. Wie man dann in dem nächsten Schritt weitermacht und was es noch für Fälle außer mehreren reellen Polstellen geben kann, schauen wir uns im nächsten Video an.